Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir darstellen, was man unter Lernplattformen versteht. Zum Begriff Lernplattformen. Eine andere Bezeichnung für Lernplattformen wäre Learning Management System, kurz LMS. Was bezeichnet man damit? Was meint man damit? Man meint eine bestimmte Software. Und da handelt es sich in der Regel um eine Website oder Webanwendung, also etwas, das im Internet sich zuträgt, was man über das Internet erreichen kann. Und das Ganze wird gemacht, um Lerninhalte wie Texte, Videos und so weiter den Lernenden zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist es möglich, dass auch eine Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrern entsteht. Das heißt, die Lernenden, Schülerinnen und Schüler, können mit den Lehrern sich austauschen, kriegen eine Rückmeldung zu dem, was sie gemacht haben. Was ermöglichen Lernplattformen? Sie ermöglichen E-Learning. Was ist E-Learning? E-Learning ist letztlich elektronisch unterstütztes Lernen. Zum Beispiel auch andere Begriffe, die man da verwendet, sind Online-Lernen oder computergestütztes Lernen. Es ermöglicht sogenanntes Blended Learning. Da geht es darum, um eine Ergänzung des Unterrichts durch E-Learning. Das heißt, beim Blended Learning geht es im Gegensatz zum E-Learning nicht nur um das Lernen mit dem Computer, sondern um Unterstützung des Lernens. Das heißt, das Lernen findet zum Beispiel in der Klasse statt und man bekommt dann zusätzlich dann Materialien im Internet angeboten. Es ermöglicht dann ebenfalls eine Lernplattform des Selbstlernen mit Hilfe solcher angebotenen Medien. Das Lernen ist ortsunabhängig, das heißt, man kann es an verschiedenen Stellen machen, man kann es zu Hause machen, in der Schule, unterwegs. Aber es ist auch zeitunabhängiges Lernen. Es gibt also nicht bestimmte Zeiten, bei denen gelernt werden muss. Man könnte das auch dann zum Beispiel später am Abend machen. Nun, worin unterscheiden sich Lernplattformen von normalen Webseiten? Bei Lernplattformen gibt es in der Regel eine Benutzerverwaltung. Man muss sich dann anmelden, man hat ein bestimmtes Benutzerkonto und man bekommt zum Beispiel Rückmeldungen über das, wie man es gemacht hat, in Form einer Benotung oder einer bestimmten Hinweis auf Fehler oder auch Lob natürlich. Dann bieten solche Lernplattformen auch eine Kurs- und Lektionsverwaltung. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer können zum Beispiel Aufgabenstellungen den Lernenden zur Verfügung stellen. Diese können sie dann dort abrufen. Darüber hinaus können natürlich auch Inhalte angeboten werden, mit denen gelernt werden kann oder mit Hilfe deren bestimmte Aufgabenstellungen gelöst werden können. Dann sind wir wieder beim Punkt Kommunikation. Es gibt die Möglichkeit, manchmal E-Mails auszutauschen, zu chatten, sich also zu unterhalten oder im Forum bestimmte Beiträge zu hinterlassen. Lernende speichern in solchen Lernplattformen natürlich auch Inhalte. Das heißt, die laden Dateien herauf, indem sie bestimmte Aufgabenstellungen gelöst haben. Und da stellen ihnen dann die Lösungen zu ihren Aufgabenstellungen dar. Welche Anforderungen gibt es an die Lernenden und die Lehrenden? Die Lernenden wünschen in der Regel natürlich eine einfache Bedienbarkeit, eine einfache Navigation, das heißt, man soll sich rasch zurechtfinden können. Die Lehrenden, also die Lehrer und Lehrerinnen, wollen, dass man die Lernplattform so benutzen kann, dass man keine Programmierkenntnisse braucht. Das heißt, sie wollen nicht selber so eine Lernplattform programmieren müssen. Einfache Bedienbarkeit steht im Vordergrund und dass diese Inhalte, die sie in einem Jahr gemacht haben, dann auch natürlich wiederum in den nächsten Jahren verwenden können. Also eine Wiederverwendbarkeit von Inhalten, Aufgabenstellungen. Dann ziehen wir bei einem Beispiel. Ich habe hier Moodle ausgewählt und habe hier kurz einmal dargestellt, was man damit alles so machen kann oder einen kleinen Ausschnitt daraus. Man muss sich natürlich einloggen. Man gibt den Benutzernamen ein, man muss das Kennwort eingeben. Benutzernamen, Kennwort hat man dann von demjenigen, der eben dieses Moodle verwaltet, dann bekommen. Dann ist der Aufbau in der Regel so bei all diesen Lernplattformen, dass es immer eine Startseite gibt, das heißt die erste Seite, die einem eingeblendet wird. Und von dort kann man dann alle möglichen Dinge dann erreichen. Man kann sich natürlich auch dann wieder abmelden, wenn alles beendet ist, wenn man fertig gearbeitet hat oder sich fertig informiert hat. Man kann Angaben zur eigenen Person hinterlassen. Man kann dann auch Angaben zum Namen, Hobbys, was auch immer hinterlassen, wenn man das möchte oder muss. Dann kann man noch eigene Dateien heraufladen, die dann in diesem Zusammenhang gut hineinpassen. Also man kann Daten dort hinterlegen. Es gibt eine Liste von Aufgaben, die dann angeführt werden. Also an irgendeiner Stelle sieht man dann die Aufgaben, die man dann lösen muss. Man nennt sie manchmal Kurse oder Lektionen. Und diese Aufgabenstellungen, die im Kurs hinterlegt sind, können natürlich dann in Unterpunkte unterteilt werden. Das heißt, es gibt bestimmte Teile von Aufgabenstellungen. Wenn ich das hier anschaue, gibt es hier den Kurs CTI. Und dann, wenn ich dann draufklicken würde, würde ich hier dann eine Auswahl haben von verschiedenen Abschnitten. Und diese einzelnen Abschnitte beinhalten dann wiederum weitere Informationen, weitere Inhalte oder vielleicht wiederum Aufgabenstellungen.
Dann gibt es natürlich dann noch weitere Möglichkeiten, Angaben zur eigenen Person wiederum dann zu bearbeiten und hier zum Beispiel das eigene Passwort zu verändern. Das ist in der Regel immer möglich. Im Abschluss hier ein Hinweis zu den verwendeten Grafiken, die ich hier in der Präsentation verwendet habe, im Video verwendet habe und der Verweis auf weiterführende Webseiten. Danke für die Aufmerksamkeit.